Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesen Worten aus dem 98. Psalm grüßen wir einander herzlich zu unserem Espresso-Gottesdienst heute am Sonntag Kantate. Espresso, kurz und kräftig, außergewöhnlich auf jeden Fall, den Umständen geschuldet. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Kantate heißt dieser Sonntag, liebe Gemeinde. Singet dem Herrn ein Lied. Und auch wenn wir heute nicht singen dürfen, verlangt der wahre Glaube dennoch nach Liedern. Nach einer Kraft gegen die Anfechtung. Ein Lied, es kann ja sozusagen den Staub von der Seele blasen. Das Singen macht uns von innen her weit. Und ich erinnere mich, wenn meine Mutter mich als kleines Kind in den dunklen Pfarrkeller schickte, um Kartoffeln hochzuholen, dann habe ich stets laut gesungen, da unten im dunklen Keller. Das machte ein wenig Mut. Und der alte Bischof Dibelius, er sagte einmal, es soll der singende Christ von Strophe zu Strophe seiner Schwäche entkommen, Glaubensstärke gewinnen und Trost in schwerer Zeit. Recht hat er, denke ich, oder hatte er. Dieser Sonntag, er will von der Kraft des Liedes erzählen, von dem Hymnus, dem Gesang zur Ehre Gottes. In unserem kurzen Predigttext begegnen wir singenden und jubelnden Jüngern. Hören Sie einmal, Lukas 19. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Und laut sangen sie alle, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschaffen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Die Jünger, sie begleiten Jesus nach Jerusalem hin zu dem Ort seiner Hinrichtung. Sie wissen alle, was geschehen wird.
Sie wissen um die Schwere der Zeit, die vor ihnen steht. Sie wissen, dass er getötet werden wird, und dennoch singen und jubeln sie. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Wissen Sie, ich selbst habe diesen Text immer sehr gemocht. Die Jünger vertrauen singend auf Gott, sie vertrauen auf seine Zusage, dass er sie in den Höhen wie in den Tiefen ihres Lebens, in ihrer Mitte und an ihren Grenzen trägt und hält, egal was kommt. Die Botschaft des Textes, sie möchte auch uns alle berühren. Sie ermuntert uns, uns nicht von den dunklen Gedanken gefangen nehmen zu lassen, auch dann nicht, wenn die Gegenwart unsicherer geworden ist. Wenn das plötzliche Hereinbrechen eines Virus unser Leben auf den Kopf gestellt hat, aber wir wissen zugleich, dass Angst nie ein guter Ratgeber ist, liebe Gemeinde. Sie macht unfrei und sie hindert uns aufrecht zu gehen. Gottvertrauen sollte gerade in dieser Zeit unsere entscheidende Kraftquelle sein. Für uns selbst, für unsere Gemeinde und für unsere Gesellschaft. Auf ganz besondere Weise bringt das Paul Gerhardt in seinem Osterlied auf mein Herz mit Freuden zum Ausdruck. Da heißt es in der 5. Strophe, die ich sehr mag: Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück. Die Nacht mein Sonnenblick. Natürlich, der Weg aus der Nacht in den Sonnenblick, er braucht seine Zeit. Doch seien Sie gewiss, die Zeit wird kommen und wir alle werden wieder Feste feiern, Kinder taufen, junge Paare segnen, im Alter verstorbene Menschen würdig zu Grabe tragen, das Abendmahl mit Brot und Wein feiern und in den Bibel- und Konfirmandenstunden die Heilige Schrift aufschlagen. Seien Sie sicher, auch diese Zeit findet ein Ende. Amen. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten und ich bitte Sie, sich dazu zu erheben, soweit es Ihnen möglich ist. Herr, unser Gott, neue und alte Lieder wollen wir dir singen. Denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir singen als deine Gemeinde. Doch noch müssen wir in liedloser Zeit leben. Verschlossen sind die Münder, stumm die Instrumente, hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber unser Gebet können wir dir sagen, gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen. Und wir bitten für die Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege. Und wir bitten für all die Menschen, die sich sorgen um die Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir auch für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. Und so bitten wir dich, komm uns entgegen, du guter Gott. Und so beten wir zu dir mit jenen Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun mit dem Segen unseres Herrn in diesen Sonntag und in diese Woche. Und der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir wünschen allen Großmüttern, Müttern und werdenden Müttern einen gesegneten Muttertag. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sowohl die Musik wie auch die Ansprache. Alles war sehr gut. Schönen Sonntag noch, Herr. Danke Ihnen auch. Darf ich Sie mal fragen, wie es Ihnen gefallen hat? Sehr schön. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Es war zwar kurz, aber durch die Musik war das also wunderbar. Und auch die Worte von Herrn Hoffmann waren sehr schön. Dankeschön. Und nach der langen Zeit eine kleine Wohltat. Ja. Einen schönen Sonntag noch, ja. Ebenfalls, ja. Bei uns kommt ja der Virus nicht vorbei. Eben. Das weißt du nie. Das weißt du nie. Darf ich dich trotzdem fragen, wie es dir gefallen hat? 2 Meter. Hier drinnen.
Die Andacht? Ja, kurz und kräftig. Danke. Das war etwa... Habt ihr Gemeindebrief? Ja, da draußen bei dem Kasten. Ich werde es auch noch mal hier hinlegen. Ja. Kommt gut rein. Hat's gefallen? Ja. Ja! Ich finde es gut, dass die Gemeinde das macht. Und das ist ja auch ganz vorzüglich organisiert. Schade, für mich ist ein Gottesdienst ohne Singen immer nur die Hälfte. Ja, die aber das ging ja nicht anders. Aber schön für uns gesungen. Ja. Ja. Naja, das ist Gottesdienst mit großen Einschränkungen. So wünscht sich keiner. Das wünscht sich niemand. Aber der Heilige Geist ist immer da.